Aber liebe Freunde und Freunde, wir wollen heute auch deutlich machen, dass all diejenigen, die behaupten, Umverteilen hätte irgendwas damit zu tun, ob ein Mensch zufällig einen deutschen Pass hat oder keinen deutschen Pass hat, dass wir diesen Rattenfänger ein klares Nein entgegensetzen. Wir wollen deutlich machen, Umverteilen steht an, zwischen oben und unten, ganz gleich, welche Religion ein Mensch hat, ganz gleich, welche Form und welchen Pass ein Mensch zufällig hat. Und deshalb freuen wir uns ganz sehr, dass heute zu uns gekommen ist Karim Aslan. Karim Aslan ist von der Föderation der Demokratischen Arbeitervereine, DITEF. DITEF, eine der ganz aktiven Organisationen bundesweit, die das Bündnis vom ersten Tag an unterstützt hat und mit denen wir auch ausdrücklich dafür werben, dass diejenigen, die am meisten in unserer Gesellschaft mit ausgegrenzt werden, die Asylsuchenden, die Migranten, die beispielsweise aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien für 2 oder 3 Euro Stundenlohn für irgendwelche Ausbeuter arbeiten müssen, dass die auch über uns eine deutliche Stimme bekommen. Vielen Dank, Carmen, dass du da bist. Du hast das Wort. Vielen Dank, Uwe. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, ob geschönt oder nicht, der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht spricht Bände. Die Schere zwischen Arm und Reichen in Deutschland wird immer weiter auseinander. Dumpingslöhne, Leiharbeit und prekäre Beschäftigung gehören zum Alltag von Millionen Menschen. Während auf der einen Seite die Armut immer weiter aufwächst, vermehrt sich auch der Reichtum einiger wenigen im rasanten Tempo. Man stellte sich vor, die reichsten 0,1% der Bevölkerung, das sind gerade einmal 80.000 Menschen, haben mehr als die unteren 80% der Bevölkerung. Ein so reiches Land wie Deutschland erlaubt sich die unglaubliche Armut. Wir brauchen endlich eine Umverteilung. Mit einer europaweiten Politik von Dumpingslöhnen, Leiharbeit, Hartz-Gesetzen und Zerstörung der sozialen Infrastruktur zahlt die Mehrheit der abhängig Beschäftigten und Erwerblosen die Zeche für die Krise, während die großen Konzerne durch diese Politik Rekordgewinne einfahren. Und als ob das nicht reichen würde, sind sogar einige so dreist, in ihren riesigen Vermögens ins Ausland zu schaffen, um keine Steuern zu bezahlen. Dieses Verhalten ist asozial. Als es in der Vergangenheit um die sozialen Sicherungssysteme und Gesundheit und Bildung ging, da musste auf Kosten der Armen gespart werden. Da hieß es immer und immer wieder, die Kassen seien leer. Aber für die Profiteure und Spekulanten, die sich auf internationalen Finanzmärkten verzockten, gab es immer genug Geld. Zur Not wurden und werden Schulden aufgenommen oder Sozialleistungen gekürzt. Mit Banken, Rettungspaketen, ESM, Fiskalpakt und so weiter werden die Blutsauger weiterhin auf Kosten der Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal und auch in Deutschland belohnt. Damit muss endlich Schluss sein. Genau. Liebe Freundinnen und Freunde, vergessen wir nicht, die Armut des einen ist der Reichtum des anderen. In den letzten Jahren wurden Banken mit milliardenschweren Paketen gerettet und gleichzeitig im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich massiv gekürzt. Wir fordern, diesen Trend umzudrehen.
Zu einer echten Umverteilung gehören für uns neben der Vermögensabgabe und Vermögenssteuer auch Armutsfensterrenten, eine repressionsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV, einen Mindestlohn, der den Namen verdient, und das Verbot von Leiharbeit. Liebe Freundinnen und Freunde, heute findet auf Anlass des beginnenden Prozesses wegen der NSU-Morde auch eine Demo in München gegen Rassismus statt. Unsere Solidarität gilt auch dieser Demo. Im Rassismus darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Ich bringe das hier zur Sprache, weil der Innenminister vor einigen Wochen eine rassistische Kampagne im Zusammenhang mit Armut gestartet hat. Er hat sich gegen die angebliche Armutsmigration von Sinti und Roma geäußert. Dies ist unerhört. Durch solche Aussagen werden wieder Vorurteile geschürt und die Gesellschaft gespalten. Der Kampf gilt aber nicht der Migration, sondern soziale Ungerechtigkeiten. Und davon haben wir auch reichlich in Deutschland. Und dieser Kampf ist ein gemeinsamer Kampf für ein gutes Leben für alle. Dafür ist es endlich Zeit zum Umverteilen. Vielen Dank. So, vielen Dank, Hammer von Tidef, dafür die tolle Rede.